So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und was ist denn hier los? Ich mache Public Viewing, ne? Und schraube natürlich nebenbei für euch, weil ich erwische immer wieder mehr Männer, die das Frauenfußball gucken, als wie von unseren Männern in der Nationalmannschaft. Weil die Frauen sind schon cool, sind gut drauf, ich drücke denen auch die Daumen, ne? Aber weiter geht's hier mit unserer Etagerjet wird mal ein Brett. Teil 2. Und da kümmern wir uns um die Technik. Da sind doch so einige knifflige Sachen, die wir unbedingt in den Griff kriegen müssen. Also zum Beispiel so ein komisches Gummi rüberziehen und so. Das kennen wir ja alle. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie ich das geregelt kriege. Weil die Technik ist immer das Allerwichtigste. So, hier mein Zeigestock. Hier seht ihr, hier ist das Hauptproblem. Alles andere habe ich schon mal gemacht und kriege ich auch in den Griff. Aber wenn wir hier einfach mal gucken, bei der Manschette, die ist extrem zerfledert, dann haben wir hier diese andere Gabel, wie ich das Ganze abkriege und die Manschette da drauf, das weiß ich bisher noch nicht. Aber schauen wir mal, das kriegen wir jetzt schon gleich hin. Ich habe mir erstmal hier unter so eine Stütze gepackt, damit das Vorderrad frei ist, weil das werde ich jetzt als erstes lösen und dann werde ich mal gucken, wie ich mich daran tasten kann. Tja, also von der Seite sehe ich nichts, wo man das hier lösen kann. Ich gehe mal rüber auf der anderen Seite und gucke mal, was da eventuell möglich ist. Wie man sieht, sind hier so ein paar Schrauben. Ich weiß nicht, ob ich das alles lösen muss. Irgendwie muss ich das trennen, dass ich hier unten dran komme. Na, aber da bin ich noch ein bisschen ratlos. Aber das werde ich schon gleich noch hinkriegen. Wir werden hier diese Schrauben lösen wahrscheinlich. Und dann hoffen wir, dass wir das nach hinten irgendwie wegnehmen können. Ich habe jetzt erstmal alles entfernt und das ordentlich sauber gemacht. Aber ich habe hier nichts. Ich habe hier nicht irgendeine Schraube, wo man was lösen könnte, damit man hier rankommt. Weil hier muss die Manschette drüber. So. Und da das Loch auf der Seite so klein ist, wie soll man die hier rüberkriegen? Naja, ich weiß es noch nicht. Aber vielleicht habe ich ja gleich einen Geistesblitz. Brille ab. Ne? In der Kamera kann ich mich gerade noch erkennen. Das Display ist natürlich nicht so groß. So, der Kaffee ist fertig. Ja, ne? Erstmal ein kleines Schlückchen Kaffee. Ah, ja, lecker. Der ist sogar heiß. Ne? Ja, ne? Weil meine liebe Frau hat mir den Kaffee gerade gebracht. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch mal alle meine Berater, die ich so habe, möchte ich mich bedanken bei meiner Frau, die mich erträgt, ne, und ab und zu mal den Schirm hält oder den Kameraassistenten macht und meine Berater, die mir mal Tipps geben, wenn ich nicht weiter weiß. Ne, bedanke mich bei euch, meine lieben Jungs und Mädels. Ne, ohne euch, ne, würde gar nichts laufen im Leben. So, und jetzt werde ich hier meinen Kaffee weiter trinken. Und werde das Ganze mal auf mich einfließen lassen da und überlege jetzt mal, was ich mit diesem Gummi mache. Ne, ich bin eh so ein Typ, ich habe Probleme mit Gummis. Ne, weil ich kann diesen Geruch vom verbrannten Gummi nicht ab. Ne, und deswegen ist das so, mit Gummis habe ich ein Problem, aber da muss ich dieses Problem halt lösen. Wenn man 21 Jahre verheiratet, gibt es ja andere Probleme nicht mehr, lasst uns ehrlich sein. Ne, man hat immer sonntags Sex. Und so, das ist einfach so, ist bei mir auch so, ne? Totensonntag haben wir immer Sex, ne? Und ansonsten entspanne ich mich und dann geht es gleich weiter hier. Ich hoffe, dass ich den Geistesblitz kriege mit dem Gummi, wie ich da die Lösung finde, weil das ist das Allerwichtigste, die Manschette, was die kleinen Italiener da wieder gemacht haben. Oder waren das Chinesen? Man weiß es nicht so genau. So, ich wollte euch das noch mal kurz zeigen, damit ihr wisst, ich gehe mit meiner Frau vernünftig um. Ich habe das nur für meine Frau aufgestellt, damit die keinen Sonnenbrand kriegt. Ne? Ja, das ist so unter uns. Bei der älteren Haut, da muss man aufpassen. Ne? Schnell hat man einen Sonnenbrand. Ja, ich mache jetzt erstmal weiter. Und zwar nehme ich jetzt mal den Vario-Deckel ab, löse hier diese ganzen Schrauben und werde gucken, Keilriemen, Fliehgewichte, wie sieht das alles aus? Ist das in Ordnung? Und vielleicht fällt mir was ein oder einer von meinen Beratern kommt vorbei und gibt mir den entsprechenden Tipp. Man muss ja immer Berater haben, das ist ganz wichtig heutzutage. Ja, ich habe das jetzt alles abgemacht,
mache hier mal eine Sichtung. Das sieht alles verhältnismäßig gut aus. Auch der Riemen sieht ordentlich aus, ist auch nicht porös. Ne? Insofern vielleicht mal ein bisschen Fett hier drauf machen. Aber das sieht alles ziemlich gut aus. Ne? Sie haben auch nur 6 Schrauben dran gemacht. Das finde ich auch ganz cool. Ne? Das sind halt die Südländer. Ne? An was sie denn immer denken, wenn die 6 die Nummer hören. Wer weiß das schon. So, hier haben wir auch ein kleines Problem. Normalerweise muss hier eine Verbindung zwischen sein, wo eigentlich eine Sicherung zwischensetzt. Hier ist gar nichts. Ne? Aber ich baue da jetzt erstmal eine Brücke, weil ich will mal versuchen, das Ding zu starten. Also diesen Roller kann man ohne weiteres auch starten, wenn der Radiodeckel ab ist, weil wir hier vom E-Starter den Freilauf befestigt haben. Nicht wie bei anderen, wo der nur durch den Deckel gehalten wird und so. Hier ist das eine andere Sache, ist wesentlich besser. Da kann man, wie gesagt, den Motor auch mal ruhig über einen E-Starter versuchen zu starten. So, ich habe mir wieder meine starke Batterie rangemacht, drehe jetzt hier mal den Zündschlüssel rum und versuche mal zu starten. Mal gucken, wie sich die ganze Geschichte angehört hier. Also der Motor dreht auf jeden Fall vernünftig, das hört sich schon mal gut an. Ich nehme dann gleich auch mal die Kerze raus und prüfe mal Kompressionen und so, ob das in Ordnung ist. So, der nächste Schritt ist jetzt, ich entferne den Deckel vom Luftfilter und will dann mal mit Startpilot versuchen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Ich muss jetzt den Motor hören, sonst bin ich frustriert. So, wenn ihr sowas macht mit der Starthilfe und sprüht das hier rein in den Ansaugschlauch, dann vorher den Gasbautenzug schön aufmachen, damit die Drosselklappe auf ist, dann kommt das Zeug da auch eventuell an. Dann sprühen wir das mal rein. Hier sehen wir zum Beispiel, dass schon einige Risse im Schlauch sind. Das ist natürlich alles nicht schön. Ja, das war schon mal nichts. Ich habe jetzt die Kerze rausgemacht, habe hier den passenden Adapter reingeschraubt, weil aus den Fehlern, die man macht, sollte man lernen. Jetzt drücken wir die Kompression hier ab, damit wir ganz genau wissen, ob der Motor in Ordnung ist. Und hiermit sollte es funktionieren. So, ich habe alles richtig angeschlossen. Jetzt drehe ich den Zündschlüssel rum. Dann drücken wir mal den Starterknopf und gucken, was hier passiert. So, der geht knapp 8,5-9 Bar hoch. Das ist also super. Ich hole euch das noch mal ran, damit ihr das richtig sehen könnt. Seht ihr, das ist also gut. Da dürfen wir absolut kein Problem mit haben. Ja, das hier die Zündkerze, die da drin war. Wenn ihr euch die mal genau anguckt, die sieht nicht richtig gut aus. Sieht auf jeden Fall aus, als wenn das Ding abgesoffen wäre. Und dieser schwarze Rand hier vorne, das ist auch nicht normal. Naja, wir machen die mal sauber und überprüfen dann mal, ob der Zündfunke da ist. Dann überprüfen wir natürlich auch den Zündkerzenstecker, dass der hier drinnen noch schön blank ist und nicht vermodert. Na, das kann man jetzt auf der Kamera, glaube ich, hier nicht so gut sehen. Ne? Und der darf nicht wackeln und muss ordentlich sauber sein da drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, jetzt versuchen wir mal, ob der Zündfunke da ist. Zündung rum, hier haben wir extra Kontakt mit Metall. Das ist ganz wichtig. Ne? Haltet nicht die Pfoten daran. Und dann drücken wir mal den Starter und hoffen, dass ein Zündfunke da ist. Und ihr den auch seht. Also ich sehe einen, aber ihr wahrscheinlich nicht. So, ich bin jetzt mit der Kamera nochmal nah dran gegangen, weil ich befürchte, dass ihr das nicht sehen könnt. Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir den Zündfunke sehen. Der sieht gut aus, das müsstet ihr auch gesehen haben. Wenn nicht, kauft euch einen größeren Fernseher. Meine Haare liegen wieder so scheiße. So.
jetzt noch mal probieren, ob die Karre angeht. Ich muss jetzt einfach so ein Geräusch hören von so einem Motor. Ist das geil. Muss ich gleich noch mal versuchen. Mal gucken. Einmal den Knopf gedrückt und das ist da. Na, ist das? Das ist doch Nama und ich war's nicht. So, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen ruhiger geworden. Weil mir macht das immer noch Kopfzerbrechen. Wie kriege ich diese Manschette hier hin? Ne? Hier ist nichts, wo man eine Schraube hat. Hier ist keine Schraube. So, ich habe jetzt überlegt, ob ich jetzt das alles löse hier und versuche, sie hier rüber zu ziehen. Aber mit dem kleinen Loch, was die Manschette hat, habe ich Angst, dass sie mir reißt. So, Leute, ich muss jetzt gleich nach Hause, weil ich habe Public Viewing. Ne? Da habe ich nämlich einen Grund, ja, ich muss meinem Ruf gerecht werden. Kann ich mal wieder hier, ne? Papping, auch wenn die Frauen spielen, ne? Ich mache Papping Ewing, selbst wenn im Krankenhaus Party ist, ich mache Papping Ewing. Ich baue jetzt hier erstmal alles wieder zusammen, aber ich zeige euch das nochmal, weil ich das gesagt habe. Den kann man auch so starten, auch wenn der Radiodeckel nicht drauf ist hier. Mal schön sehen, wie die Kupplung funktioniert, ja, wenn man hier Gas gibt. Das ist auch mal ganz interessant. So, ich will euch das noch mal zeigen, damit ihr mal seht, wie das hier bei der Kupplung funktioniert. Das sieht man ja sonst nicht bei anderen Modellen. Aber hier kann man das mal zeigen. Seht ihr? Wenn ich jetzt Gas gebe, achte drauf. Da sieht man, wie die Kupplung auf und zu geht. Ich fand das auch mal interessant, das euch mal zu zeigen. Jetzt zeige ich euch das Gleiche nochmal an der anderen Seite. So, nochmal starten. Ne? Ja, ich habe jetzt mal hier die Schraube gelöst und das hier abgemacht, weil ich gedacht hätte, hier war auch eine Schraube. Aber das geht auch nicht, weil ich wollte versuchen, die Manschette hier rüber zu ziehen, damit ich sie dahin kriege. Vielleicht werden sie mir gerissen, aber Versuch macht klug. Aber da sich das nicht lösen lässt, das ist hier nämlich verschweißt, kann ich das alles wieder zusammenbauen und das funktioniert auch nicht. Tja, jetzt gucken wir uns das mal hier an. Es ist ein Wunder, dass das Ding überhaupt vernünftig läuft. Seht ihr hier diese ganzen Risse? Gut, das Aushaken ist jetzt nicht so schlimm, aber hier diese Risse, die da sind. Dann haben wir hier, seht ihr hier hinten, ne? Hier ist auch schon alles weggefledert. Ne? Wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen so machen, haben wir das Ding schon in Gang. Ne? Da ist es schon ab. Ne? Also das ist auch übelst. Dann hier ist noch, guckt da mal, so eine Sachen müsst ihr immer gucken, da kann fremde Luft gezogen werden, ne, wenn ihr so eine Risse habt. Ne, das ist immer ganz wichtig, das müssen wir auch irgendwie wechseln, damit das Ding dann richtig ordentlich läuft. Das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Ich mache jetzt mal die Karre an. Wie ihr seht, ist ja hier der Luftfilter nicht drauf. Da erzählen immer einige, Luftfilter nicht drauf, dann geht gar nichts. Also der muss auch, wenn alles andere stimmt, laufen, ohne dass der Luftfilter drauf ist. Wenn der denn drauf ist, wird er ein bisschen leiser und läuft ein bisschen besser. Das ist auch eventuell noch sehenswert für einige Leute. Seht ihr hier diese Ablagerung vom Öl?
dass wir hier extrem viel Öl haben. Das ist ein Zweitaktmotor. Und wenn der hier hinten so viel Öl hat oder extrem qualmt, dann heißt das auf jeden Fall, dass er zu viel Öl kriegt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Kann die Gemischeinstellung sein, kann aber auch sein, das wäre problematisch, die Kurbelwellensimmerringe. So, Rad habe ich wieder rangebaut, damit ich das Ding in der Garage schieben kann. Leider habe ich die Tagesaufgabe nicht erfüllt. Die war das mit der Manschette. Da muss ich mir was einfallen lassen, weil es kann ja nicht sein, dass man da alles Mögliche neu kauft, nur damit man so eine Manschette für 10 Euro da drauf hat. Naja, was soll's? Ne, das ist halt Rollerschrauben. So Leute, ich muss jetzt langsam los, so unter uns. Ne, Frauenfußball gucken. Ne, weil wie heißt es so schön? Sollten die Frauen nicht mehr laufen, können die Männer wieder saufen. Tja, das Leben könnte so einfach sein. So, jetzt muss man hier diese Schraube lösen. Die ist auch noch so konisch. Ne? Aber ich habe das vorbereitet. Dann nimmt man die runter. Und wenn man die runternimmt, dann kann man das hier abnehmen. Und dann kann man beigehen. Wartet, ich muss mal ein Stück zurückgehen. Dann kann man nämlich hier diesen ganzen Kram abnehmen. So viel dazu.